Hallo Minecraft-Freunde, heute zeige ich euch, wie man den AT-Launcher installiert. Mit AT-Launcher ist dann natürlich auch gemeint, alle Modpacks, die damit kompatibel sind. Und dazu müsst ihr jetzt erstmal auf die Seite gehen, auf diese Seite hier, der Link ist in der Videobeschreibung. Falls ihr das Video später seht, garantiere ich natürlich nicht, dass dieser Link hier noch aktuell ist. Dann könnt ihr einfach googeln, AT-Launcher, und dann findet ihr irgendwo hier eine Download-Seite. Da könnt ihr draufklicken, das ist dasselbe. So, das hier wäre jetzt die Download-Seite, dann scrollt ihr runter. Und jetzt habt ihr hier eure Downloads. Lasst euch nicht von der Warnmeldung irritieren, die sagt euch nur, dass ihr nicht, also dass immer 3 Stunden zwischen den jeweiligen Downloads liegen müssen. So, jetzt müsst ihr euch nach eurem Betriebssystem ausrichten. Also wenn ihr Windows habt, dann müsst ihr die Windows installieren. Wenn ihr die Mac habt, also wenn ihr Mac habt, müsst ihr Mac installieren. Bei Linux, Linux. Ich nehme jetzt Windows, installiere mir die und dann habe ich jetzt hier die AT-Launcher.exe. Nun müsst ihr wieder auf euren Desktop gehen. Oh, das Programm wollte ich jetzt eigentlich nicht starten. Jetzt geht ihr in eure eigenen Dateien unter Downloads und sucht euch da den AT-Launcher raus, den ihr gerade genommen habt, also den ihr gerade gedownloadet habt. Dann legt ihr euch auf eurem Desktop einen neuen Ordner an, nennt ihn AT-Launcher. Ich nenne ihn mal AT-Launcher 2, weil ich bereits einen habe. Öffnet den und verschiebt dann die AT-Launcher-Datei da rein. Genau, das war's dann schon von der Sache. Jetzt könnt ihr die Datei bereits öffnen. Da kommt jetzt so eine Meldung, möchten Sie das ausführen? Klickt ihr einfach auf Ausführen. Dann lädt hier oben die Konsole. Hier lädt jetzt dieses Profil. Und das dauert am Anfang eine Weile, bis diese ganzen Ordner hier geladen hat. Danach geht das immer relativ schnell. Nach einiger Zeit fragt euch dann das Setup vom AT-Launcher, welche Sprache ihr haben wollt. Könnt ihr jetzt auswählen, welche ihr haben wollt. Könnt Deutsch machen, ich nehme lieber Englisch, ich finde Englisch besser. Und jetzt habt ihr hier dann euer Fenster. Das braucht ihr auch später wieder. Und wenn ihr den AT-Launcher öffnen wollt, dann öffnet ihr einfach in dem AT-Launcher-Ordner die Datei. Und dann lädt sich das und ihr seht, beim zweiten Mal geht das deutlich schneller. So, jetzt müsst ihr euch natürlich erstmal mit eurem Account anmelden. Ich blende jetzt mal kurz aus, beziehungsweise cutte das kurz raus. Ist ja selbsterklärend, E-Mail und Passwort. Ich bin jetzt mit meinem Account hier angemeldet, aber ich will halt nur das nicht zeigen, weil damit auch meine Real-Life-E-Mail-Adresse ist, weil das meine Real-Life-E-Mail-Adresse ist und es wäre ungünstig, wenn ich dir halt mal so in einem Video zeige, wer weiß, was damit passiert. So, als nächstes, wenn ihr mit eurem Account angemeldet seid und den ausgewählt habt, geht ihr hier drüben auf den Unterordner Packs und wählt euch hier euer Modpack aus, was ihr spielen wollt. Ich nehme jetzt als Beispiel Sky Factory 2, weil ich halt nach diesem gefragt wurde und ja, ich habe das jetzt hier oben ausgewählt, beziehungsweise hier minimiert. Ausgewählt, ich habe es gar nicht ausgewählt. Und dann klickt ihr hier auf New Instance. Jetzt könnt ihr hier den Namen eurer Instanz wählen. Ich nenne es jetzt Sky Factory 2. Und könnt die Version auswählen, welche ihr nehmen wollt. Ihr könnt nämlich auch niedrigere Versionen spielen. Ich empfehle aber immer die neueste. Dann klickt ihr auf Install. Und jetzt habt ihr hier noch so ein zusätzliches Fenster, wo ihr diverse Zusatzmods installieren könnt. Einfach nur Haken nehmen und dann entweder auf Install klicken oder die Häkchen nicht nehmen und dann auf Install klicken. Diese Mods werden nur installiert, wenn ihr das wollt. Also die sind keine Pflichtmods. Ich nehme die jetzt mal beispielsweise nicht mit rein. Dann klicke ich auf Install. Jetzt downloadet das hier. Das sind etwa 2 bis 3 GB insgesamt. Das ist jetzt hier nur eins von verschiedenen Mod-Zeug. Ja, das dauert eine Weile. Und darum mache ich jetzt mal einen kurzen Cut. Bis gleich. Das sieht dann nach einer Weile so aus. Dann habt ihr hier euren Button. Dann könnt ihr es entweder umbenennen, Backup machen, kopieren, die Mods nochmal bearbeiten. Ihr könnt es auch einfach löschen, dann war die ganze Downloadzeit umsonst. Oder ihr klickt auf Play, dann lädt es das Ganze. Am Anfang dauert es wieder ein bisschen, aber danach lädt sich euer Minecraft-Fenster relativ schnell. Okay, bei mir hat sich hoffentlich gerade nicht aufgehängt. Nee, geht. So, die Konsole hier lädt jetzt die ganzen Mods, dann kommt dieses Fenster. Und wenn das sich aus irgendwelchen Gründen nicht lädt, dann checkt einmal eure
Windows-Version. Falls ihr Windows habt, bei Mac kann ich euch eh nicht helfen, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und vergleicht das mit eurer Java-Version, ob die kompatibel sind. Und ansonsten, wenn das aus irgendwelchen anderen Gründen nicht geht, dann guckt in irgendwelchen Foren, denn bei mir persönlich geht es nicht so, deswegen kann ich auch nicht sagen, was da gegebenenfalls für Fehler auftreten können. Ich kann nur das sagen, was ich weiß, und das ist halt, dass die Java-Version nicht so richtig kompatibel ist. Das war bei mir am Anfang das Problem. So, jetzt hat es auch schon fast geladen. 5 von 7 Mods, also von diesen Mods, Mod-Phasen. Das geht jetzt auch relativ schnell. Und irgendwann rastet dann hier oben die Konsole richtig aus. Insgesamt zweimal, einmal kurz bevor es fertig ist und dann jetzt nochmal. Lasst euch davon nicht irritieren, das ist nicht schlimm. Aber ich find's witzig. Und ansonsten gibt nochmal kurz was hier zur Konsole. Ihr könnt die clearen oder ihr könnt euch den Log kopieren. Das ist, falls ihr da eine Fehlermeldung habt, dann könnt ihr das einfach suchen. Upload Log habe ich noch nie probiert und Kill Minecraft ist am besten. Klickst du drauf und dann kannst du in Minecraft für den Fall, dass es sich aufhängt, auch einfach. Ja, dann ist es einfach weg wie mit dem Task Manager beenden. So, jetzt könnt ihr hier eine neue Welt kreieren. Klickt drauf, dann wird es geladen. Und in diesem Fall spielen wir jetzt das Sky Factory 2 Modpack. Wir gehen auf den in die Welt rein und haben alles so vorhanden, wie das im Sky Factory 2 Modpack so sein soll. Also, ja, gut. Genau. Hier, wir landen auf diesem wunderschönen Baum. Unsere Controls sind auch komplett anders. Müsst ihr halt alles erst umstellen. Ja. Ich hoffe, dieses Tutorial konnte euch weiterhelfen, denn ich wurde wirklich sehr oft gefragt, ob ich das mal machen kann. Also, ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, lasst bitte eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denne. Ciao, ciao.